bin's wieder, Ralf Bohlmeier mit dem Better Day Podcast. Zucker macht glücklich. In dem Moment, wenn wir den Zucker konsumieren, und das liegt am Dopamin, das der Körper produziert, wenn wir Zucker zu uns nehmen. Dopamin ist eines der vier Glückshormone. Ein Belohnungshormon, das Will-ich-haben-Hormon. Dopamin ist kein Das-tut-dir-gut-Hormon. Und das solltest du nicht verwechseln. Und Dopamin macht süchtig. Nur noch ein Stückchen Schokolade. Dopamin. Noch eins. Dopamin. Und ach komm, noch ein kleines. Dopamin. Und das letzte Stückchen? Na gut, her damit. Dopamin. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, bekommen wir Dopamin, werden dafür belohnt. Und das ist evolutionär sinnvoll. Es sorgt dafür, dass wir essen und damit überleben. Besonders viel Dopamin schüttet der Körper aus, wenn wir Zucker zu uns nehmen. Auch das ist evolutionär sinnvoll. Weil? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Forscher haben herausgefunden, dass der Konsum von Zucker den Winterschlaf einleitet. Zucker, insbesondere Fructose, macht fit für die Zeit der Entbehrung. Macht fit für den Winter, in dem draußen nichts wächst und es nichts zu beißen gibt. Beziehungsweise gab, bis vor 200 Jahren. Fangen wir vorne an. Zucker, wie du ihn als Streuzucker oder Haushaltszucker kennst, besteht aus den beiden Zuckerarten Fructose und Glucose. Zu je 50%. Glucose ist das, was in deinem Blut herumschwimmt und deine Zellen mit Energie versorgt. Fructose ist in Früchten enthalten. Wenn wir normalen Haushaltszucker zu uns nehmen, wird die Glucose darin, also die Hälfte, vom Körper aufgenommen und als Blutzucker in den Zellen verbrannt. Die andere Hälfte, die Fructose, wird zu einem ganz kleinen Teil im Darm in Glucose umgewandelt und dann ebenfalls als Blutzucker genutzt. Der weitaus größte Teil der Fructose wird aber nicht direkt verstoffwechselt, sondern wird in der Leber direkt zu Fett umgewandelt und dann in die Fettzellen gepresst. Also fast die Hälfte von jedem Zucker, den du isst, wird immer gleich zu Fett. Und von der anderen Hälfte, von der Glucose im Zucker, wird der Teil, den du nicht kurzfristig verbrennst, auch von der Leber zu Fett umgewandelt. Was glaubst du also, was mit dem Zucker passiert, der in einem Glas Orangensaft enthalten ist? Oder den du in den Kaffee rührst? Oder der im Dessert enthalten ist? Genau. Forscher gehen davon aus, dass die Fructose den Winterschlaf einleitet, indem die Fructose direkt Fettreserven schafft, mit denen du dann besser durch den Winter kommst. Beispiel Kodiakbär. Das ist der Braunbär an der Südküste Alaskas. Der frisst zwei Dinge. Zum einen Lachs, solange es welchen gibt. Das ist Eiweiß, das macht ihn stark und mächtig, erhöht seine Muskelmasse. Im Herbst sterben die Lachse. Und dann gibt es Holunderbeeren. Und die zieht sich der Bär dann in großen Mengen rein. Darin enthalten ist Fructose. Fructose wird nicht gleich verbrannt, sondern von der Leber in Fett umgewandelt. Der Bär wird kugelrund und fett. Und sobald der Winter einsetzt, verzieht er sich in seine Höhle und dann lebt er über Monate nur von seinen Fettreserven. Der biologische Mechanismus, Fructose wird in der Leber zu Fett und Fett wird gespeichert für schlechte Zeiten, der ist bei uns genauso vorhanden wie beim Bär. Eigentlich logisch. Seit ein paar Millionen Jahren gibt es uns und unsere Vorfahren schon. Und die ganze lange Zeit lang gab es im Winter kaum Nahrung, kaum Beute, wenig zu beißen. Wer zu Beginn des Winters viele Fettreserven hatte, der hat eher überlebt als der, der schon zu Beginn des Winters hager war. Ist doch klar. Also hat die Natur sich was einfallen lassen. Im Herbst sind die Früchte reif. Und die enthalten Fructose. Also nehmen wir die Fructose und wandeln sie um in Fett. Und mit dem Fett überstehen wir den Winter. Und damit wir immer, wenn wir was Süßes sehen, viel und reichlich zugreifen, spendiert uns die Natur jedes Mal einen Schuss Glückshormon, Dopamin. Damit wir ja nicht vergessen, uns im Herbst eine Fettreserve anzulegen. Funktioniert bis heute. Prima. Das hat also über Millionen Jahre lang perfekt funktioniert. Bis vor vielleicht 200 Jahren. Da hatten wir, weil wir so clever sind, dafür gesorgt, dass wir im Winter eben nicht hungern müssen und die Fettreserven gar nicht mehr brauchen. Der Mechanismus, dass Fructose Fett macht, ist aber immer noch da. Und das Glückshormon als Belohnung für den Verzehr vom Zucker ist auch immer noch da. Teufel auch. Und dazu kommt, dass Zucker heute immer und überall verfügbar ist, rund um die Uhr. An jeder Tanke findest du vorne an der Kasse die Schokolade, an der Kasse jedes Supermarktes. In praktisch jedem verarbeiteten Produkt ist Zucker und damit Fructose enthalten, weil es dann leckerer ist, sprich mehr Dopamin produziert, sprich mehr gekauft wird. Wir haben gelernt, den Hunger im Winter zu überwinden, durch unseren Intellekt. Und jetzt müssen wir unseren Intellekt zur Hand nehmen, um den Zucker zu entgehen,
der heute nicht mehr überlebenswichtig, sondern tödlich ist. Weil wir hier bei uns nicht mehr zu wenig Nahrung haben, sondern zu viel. Zumindest zu viel vom Falschen. Wie kommst du aus der Nummer raus? Indem du erstmal verstehst, was passiert, wenn du Zucker und damit immer zur Hälfte auch Fructose zu dir nimmst. Es macht Fett, und zwar unmittelbar. Und dieses Fett wird gespeichert und erst dann verbrannt, wenn du irgendwann mal in der Fettverbrennung bist. Ja, wenn. Hoffentlich die meiste Zeit des Tages. Für alle, die in den letzten Jahren zugenommen haben, trifft das leider nicht zu. Also Zucker nur, wenn du ihn auch verbrennst. Wenn du dein schlankes Gewicht seit Jahren stabil gehalten hast, dann scheint das bei dir zu funktionieren. Falls nicht, denk nochmal über Zucker nach. Und eines dabei ist nicht zu vergessen, Kohlenhydrate bestehen aus nichts anderem als aus Glukosemolekülen. Und Glukose wird als Blutzucker den Zellen angeboten und wenn sie dort nicht verbraucht werden, weil du gerade sitzt und nicht rennst, dann wird der Rest auch in Fett verwandelt. Kohlenhydrate, das waren Brot, Reis, Nudeln und Kartoffeln, falls du dich erinnerst. Robert Krug schreibt in einem seiner Bücher, Zucker macht träge, müde, fett und glücklich. Und das ist von der Natur so gewollt, damit wir genug Reserven für den Winter haben. Aber vielleicht hast du ja schon genug Fett für den Winter. In dem Fall, isst dich satt an Eiweiß, Gemüse, Salat. Und das gibt's ja seit einiger Zeit, das ganze Jahr. Unserem menschlichen Intellekt sei Dank. Zum Abschluss mein Hinweis auf meinen Partner Koro, dem Versender von haltbaren Lebensmitteln. Da bekommst du zum Beispiel Proteinpulver auf der Basis von Erbsen, Reis, Hanf oder Lupinen. Wie immer bei Koro, so biologisch wie möglich und so fair gehandelt, wie es geht. Schau mal rein bei korodrogerie.de und nutz unbedingt den Rabattcode RALF, R-A-L-F, für 5% Rabatt. Darfst du gern weitergeben. Viel Spaß, bis die Tage, dein Ralf Bohlmann.